Hey, wir sind zurück mit Studio 1 Shorts. Eine Woche sind wir weg gewesen. In dieser Zeit haben wir aber die Chance gegeben, eines von zwei Themen auszuwählen, die ich heute wieder erkläre. Am meisten Stimmen hat bekommen... Musik kürzen! Du kennst das sicher als Videoeditorin oder Videoeditor. Nein, die Fötzeli. Eine von den häufigsten Aufgaben, die du immer wieder bekommst, ist Musik kürzen. Ich zeige euch das im Beispiel von Adobe Audition, weil in diesem Programm ist es nämlich wirklich mega simpel, um Musik auf eine bestimmte Dauer anzupassen. Ich tue jetzt per Drag and Drop das File hier in Adobe Audition Dateibrowser reinziehen. Und die, die Adobe Audition ein bisschen kennen, dann kennst du sicher die Möglichkeit, dass man mit einem Doppelklick in Einzelfile Editor kommt. Da kann man zum Beispiel Reparaturen vornehmen an einem File. Aber das wird jetzt nicht, sondern ich will ja die Länge von dem von dieser Musik anpassen und das geht leider nur im Multitrack Editor. Dazu klickt ihr da auf Multitrack, das kreiert ein neues File. Ich bleibe da meistens bei 4824 Stereo und OK bestätigen. Und rechts haben wir dann den Multitrack Editor. Da drin ziehen wir den Musikclip, wählen ihn an, also er muss gehighlightet sein, gehen links auf Eigenschaften und dann auf Remix. Da drückt ihr auf Remix aktivieren. Jetzt wuselt ihr hier, tut den Clip analysieren. Sobald das fertig ist, kann ich hier bei der Zieldauer eine Dauer angeben, wo die Musik neu rein sollte. Die Zieldauer, die wir hier eingegeben haben, die wird Adobe Audition um plus minus 5 Sekunden einhalten. Es sei denn, wir gehen hier auf exakte Dauer dehnen und dann wird genau die Zeit hier erreicht, halt eben auch mit denen. In den meisten Fällen, wenn ihr das könnt verhindern, könnt ihr es verhindern, weil es eben auf Kosten von der Qualität geht. Es werden also künstliche Schnitte erzeugt, logischerweise, um die neue Zieldauer zu erreichen. Und die werden gekennzeichnet mit dieser zackten Linie. Schauen wir mal los, wie das tönt. Tipptopp, wir sind im Takt drin. Da nochmal ein Schnitt. Seamless. Es gibt natürlich auch Beispiele, wo das nicht 100% funktioniert, aber wir haben immer noch Eingriffsmöglichkeiten, nämlich hier mit Länge bearbeiten. Da können wir sagen, wie lang das die einzelnen Segmente dürfen sein. Wenn wir da auf super kurz gehen, dann werdet ihr sehen, dass ihr da zum Teil super kurze Segmente haben, die hier eingefügt werden. Gehen wir los, wie das tönt. Da haben wir nochmal einen Schnitt und dann nochmal zwei da. Funktioniert. Und dann können wir da mit den Funktionen tauchen, harmonisch. Keine Ahnung, was das sollte bedeuten, aber wir haben Anpassungsmöglichkeiten. Wenn wir irgendwie nicht zufrieden sind mit diesen Schnittpunkten, dann können wir da noch ein bisschen anpassen. Ja, das wäre es auch schon gewesen. Merci fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Bis bald. Tschüss.